Kannst du jetzt bitte Kaffee machen? Er kann jeden Moment da sein. Ganz sicher nicht. Soll ich ihn auch noch bedienen? Der kriegt nichts von uns. Was ist denn los mit dir? Warst du nicht deine Lieblingsstudentin? Ich habe ihn durchschaut. Spießer im Lodenmantel, der aus seinen Ängsten eine Philosophie macht. Und seine größte Angst ist, dass sich was ändert. Das Lebendige wird. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Bitte, treten Sie ein. Ich danke Ihnen für die Einladung. Hanna? Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag, Frau Stehr. Ich habe Ihnen eine Kleinigkeit mitgebracht. Geben Sie mir Ihren Mantel. Hallo, Anna. Hallo. Diese Ehre für uns. In unserer bescheidenen Behausung, dem Verfasser des zurzeit wohl erfolgreichsten philosophischen Werks Sein und Zeit, begrüßen zu dürfen. Ach, lassen wir das. Sehr schön haben Sie es hier. Wirklich, sehr schön. Was sagen Sie dazu? Es genügt nicht zu schreien. Man muss auch Unrecht haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Geradezu Voltaire. Man könnte auch sagen, es genügt nicht zu murmeln. Man muss auch Recht haben. Entschuldige mich bitte. Was machen Ihre Studien? Nun, ich hoffe, dass Sie auch auf diesem Gebiet Erfolg haben. Günther! Bringst du uns noch Milch? Du weißt, dass ich oft an dich gedacht habe. Und ich habe mir so sehr gewünscht, nicht mehr an dich zu denken. Es war keine einfache Zeit für mich. Und doch bist du noch viel schöner geworden. Wenn du irgendetwas brauchst, du kannst auf mich zählen. So wie deine Liebe, die immer da war und doch war sie nie da.
Wissenschaft! Auch die Philosophie. Auf Wiedersehen, Hanna.